Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Hummelfreundinnen und Hummelfreunde. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, unser Gespräch sozusagen zu verfolgen. Es geht natürlich um die Hummelmanufaktur und es geht natürlich um die Hummelfiguren. Und wir haben heute die große Ehre und Freude, den neuen Inhaber, den CEO der Hummelmanufaktur, Bernd Förtsch, zum Interview zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Förtsch. Schön, dass Sie Zeit haben. Freue mich auch, dass Sie da sind. Es ist natürlich, muss die Frage am Anfang gestattet sein, ein Mann, der aus der Finanzwelt kommt wie Sie, als Firmeninhaber der Börsenmedien AG. Sie haben den Online-Broker FlatEx an die Börse gebracht, die Fintech-Gruppe-Name, den man kennt. Nun haben Sie ein Handwerksunternehmen gekauft, wenn man so will, mit langer Tradition. Was hat Sie dazu bewogen? Ja, erstmal die Vergangenheit, dann die Heimat. Das ist ein Unternehmen, wo Handwerk gepflegt wird. Das schon seit über 80 Jahren, also 1935, viele Vergangenheits-Kindheitserinnerungen, die dabei waren. Dann natürlich der Erhalt des Unternehmens mit den 50 Arbeitsplätzen. Tue Gutes könnte vielleicht der Ansatz besser sein, weil es ist natürlich keine Gewinnerzielungsabsicht. Natürlich soll das Unternehmen Gewinne machen für die Leute vom Finanzamt, die quasi zuhören, weil es kein Hobby ist von mir, sondern ist natürlich ein klassisches Unternehmen, das produziert, das gute Hummelfiguren machen soll und das eine gute Zukunft haben soll, aber speziell natürlich für die Region und für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, Sie haben es angesprochen, über 500 Mitarbeiter am Standort Kulmbach, jetzt noch mal gut 50 am Standort Rödental. Also da kauft man sich schon auch ein gutes Stück Arbeit ein. Also wir haben in der Gruppe 500 Mitarbeiter in Deutschland, also fast 600. In Kulmbach sind es 100, bei der Börsenmedien AG also über 100. Und das schon seit 1989 bzw. 96. In Rödental sind es 50, das sind ja ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, je nach Verkehrslage entfernt. Natürlich auch dort gezielt das Unternehmen am Standort zu lassen, weil die Hummel ist natürlich ganz klar mit Rödental und der Region dort verbunden. Sie selber haben es angesprochen, Kindheitserinnerungen werden wach mit der Hummelfigur. Im Hause Förtsch gibt es heute noch welche? Also es gibt natürlich bei uns daheim welche, da natürlich ein bisschen weniger. Bei meiner Mutter, die ja leider verstorben ist, gibt es die auch immer noch. Die habe ich auch dort belassen und das sind natürlich sehr tiefe Erinnerungen, die du natürlich einfach nicht mehr vergisst, weil die natürlich sehr lange her sind und als Kind hattest du ja wenig. Also ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, da ging es ja, wir hatten ja keine Wertgegenstände, da gab es mal ein Karl-May-Band und es gab die Hummelfigur und die Hummelfigur, die hat Freude und gutes Gefühl gemacht und die wurde auch sorgsam behütet und hat es halt alle paar Jahre gegeben, auch teilweise nur zweite Wahl, weil natürlich meine Mutter sicherlich Verbindungen hatte nach Rödental, ist ja nicht so weit weg und früher haben natürlich dort sehr viele Menschen gearbeitet, das war ja für die Region eine ganz, ganz wichtige Position. 1500 Menschen haben früher Hummeln angemalt und gegossen und gefertigt und so weiter und so fort. Also das waren noch ganz andere Zeiten. Und diese Erinnerung jetzt auch an meine Eltern und meine Mutter, das sind natürlich Gefühle. Ja? Und dieses Gefühl will ich natürlich und wollen wir natürlich logischerweise in die Zukunft rüberbringen und nicht nur im Prinzip bei älteren Menschen. Das ist klar, die Hummel ist ja ein Thema von älteren Menschen, die damit aufgewachsen sind sozusagen. Das sind ja die Golden Age, die Generation Ü50, Ü60, Ü70 teilweise. Und das wollen wir schon bewahren. Da ist schon ein Teil des Bewahrens dabei. Und natürlich am Ende, dass es, wir haben es ja mal festmessen lassen, 95% oder 96% Handwerk ist. Also mithin für mich ist es 100% Handarbeit und Handwerk. Der Blick in die Vergangenheit, kurzer Ausblick in die Zukunft. Gucken wir auf die Gegenwart. Der amerikanische Markt, Herr Förtsch, der hat ja in den ganzen Jahren immer eine tragende Rolle gespielt. Was können denn unsere Freunde in Amerika jetzt von dem neuen Inhaber erwarten? Ja, um mit Donald Trump zu antworten, America first. Okay. Nur das Setup muss natürlich hier erstmal in Deutschland erfolgen. Hier ist die Produktion, hier ist das Know-how, hier ist die Fertigung. Hier ist die Historie, weil es ist ein deutsches Unternehmen, es ist ein fränkisches Unternehmen. Und jetzt geht es einfach darum, hier das Setup zu schaffen, beispielsweise mit der Hummelpost. Jetzt die zweite Ausgabe neu erschienen. Ja. Die erste Ausgabe haben Sie in Händen, ja, auf amerikanisch, natürlich für Amerika. Aber auch das ist außer Frage. Hier musste viel bereinigt oder klargezogen werden von 2D-Rechten. Ich will jetzt hier keinen langweilen. Aber ganz entscheidend, der amerikanische Markt ist für uns, um es kurz zu machen, der wichtigste. Das heißt nicht, dass Deutschland unwichtig ist oder ein anderer Markt, aber dort sitzen unsere Kunden und dort sitzen auch absolut die größten Fans, wobei ich natürlich die Fans in Deutschland oder jetzt auch in Europa nicht schmälern will, aber entscheidend ist natürlich für uns,
der amerikanische Markt. Und ich weiß, dort gibt es ein bisschen Enttäuschung. Das lag aber auch daran, dass wir dort einfach mal eine gute Übergabe mit den früheren Inhabern organisieren mussten. Und das funktioniert jetzt. Wir mussten eine Luftbrücke einrichten sozusagen. Wir verschicken die Figuren von Rödendahl über UPS und so weiter und so fort nach USA. Aber entscheidend, um es nochmal kurz zu machen, ist natürlich für uns der amerikanische Markt. Der ist natürlich weit weg. Klar. Und da bitte ich natürlich darum, dass man ein bisschen Geduld hat und ein bisschen auch uns manche das eine oder andere verzeiht, weil wir haben natürlich an der Sache nur ein kleines Team und wir müssen neue Figuren produzieren. Wir mussten die Zeitung machen, die ist für uns ganz wichtig mit 64 Seiten Inhalt. Und ich hörte da, die kommt sehr gut an und ist viel zu tun. Sie haben es schon mal angesprochen, America First in diesem Zusammenhang, aber den anderen Markt natürlich nicht aus dem Blick verlieren. Sie haben gesagt, alles muss man auf den Prüfstand und alles jetzt aus einer Hand. Was bedeutet denn das jetzt für den Kunden in Amerika? Wir haben einen leichten Zeitverzug momentan, weil wir einfach die Vertriebsstrukturen in Amerika, ich sage jetzt mal, zu unseren anpassen mussten. Wir müssen einen Call-Sender, einen Service-Sender, ist vielleicht der bessere Ausdruck, der Club muss wird zentral organisiert und verwaltet von Deutschland aus. Das heißt, wir müssen erstmal die Strukturen so zurechtlegen, weil wir einfach zu klein sind. Wir haben mithin knapp 20.000 Mitglieder weltweit. Ja. Und in Amerika sind es über 11.000, in Deutschland sind es ca. 6.000. Bei ca. 4.000 bis 5.000 wissen wir noch nicht, sind sie Mitglied, sind sie kein Mitglied. Wird aber am Ende die Figur entscheiden. Und das ist natürlich in der vordersten Front. Und wir haben natürlich, auch da brauche ich keinen Hehl draus machen, das Unternehmen hatte keine Struktur, was Clubmanagement so betroffen hat, wie es ich mir vorstelle oder was Produktentwicklung vorstellt und so weiter und so fort. Also da gab es an allen Ecken Enden zu tun. Auch auf der Vertriebsseite war es mit den Konditionen nicht ganz einfach und die mussten gerade gezogen werden. Aber jetzt sind wir kurz vor relativ großen und klaren Abschlüssen und auch die Figurenproduktion läuft jetzt so an, wie ich mir es vorstelle. Sie haben Ihre eigenen Ideen und Vorstellungen natürlich ganz klar mit eingebracht, auch was die Teambildung angeht. Wir haben Bill Nelson an Bord, der den Amerikanern seit vielen Jahren bekannt ist. Aber Sie haben auch ein kleines Team um sich versammelt, um noch effektiver zu sein, um noch transparenter und besser arbeiten zu können. Kann man das so verstehen? Ja. Ich bin ja ein Euro-Geschäftsführer, wenn überhaupt. Ja. Also ich bin quasi kommissarischer Geschäftsführer, weil es auch mein Unternehmen ist. Ich würde es mal so ausdrücken. Das Entscheidende ist jetzt erstmal, dass wir neue, gute Figuren bauen. Das Entscheidende ist erstmal, dass das Vertrauen zurückkehrt. Und das Entscheidende ist bei den neuen Figuren, dass wir den Menschen gute Gefühle verkaufen. Ob das jetzt alte Gefühle sind oder ob es neue Gefühle sind, wichtig ist, dass man ein gutes Gefühl hat, wenn man das Hummerle, wie die in der Region die Menschen dazu sagen, letztendlich anschaut. Und wir haben natürlich mit Bill Nelson, der soll, um ein Beispiel zu geben, der wird die Bandscheibe bilden zwischen mir und Amerika. Der ist quasi der Botschafter für Amerika. Mhm. Und da muss man uns auch, wie gesagt, einige Sachen schon vorab verzeihen, weil wir natürlich auch mit den Leuten, man bekommt nicht so schnell, ich bin seit 15 Jahren mal Geschäftsführer, nicht so schnell so viele gute Leute her, die dann dementsprechend auch Fragen beantworten können. Das wird vielleicht so das Hauptproblemchen sein. Also wir können aus der Historie... Schon viel erreicht. Richtig, aber wir haben aus der Historie her... Ich sage mal vorsichtig, es kommen sehr viele Hummeln, was sehr traurig ist, weil die Menschen natürlich teilweise eben versterben. Da werden sehr viele Hummeln wahllos auf den Markt geschmissen. Es ist sehr traurig, es ist sehr enttäuschend, dass nicht mal solche Sachen einfach bewahrt werden in dem Kistchen. Es ist aber leider so, ich verstehe auch die Menschen, die das tun, zum Teil. Da muss viel gemacht werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben mit Bill Nelson den Mann dazu gemacht, der dann mit mir direkt korrespondiert und sagen kann, pass mal auf, wir haben... Unsere amerikanischen Clubmitglieder, die amerikanischen Sammler, der amerikanische Hummelianer, ja, hat die und die Vorstellung. Und wir werden versuchen, der Sache möglichst schnell nachzukommen und auch diesen Stopp, also diesen Stau sozusagen auf dem Highway, jetzt die erste Ausgabe in Englisch auf Amerikanisch, die zweite Ausgabe wird viel schneller gehen. Bei der dritten Ausgabe sollte es dann eigentlich keinen großen Zeitverzug geben. Aber wir mussten das natürlich logischerweise in Amerika drucken lassen, nicht nur wegen Mr. Trump, sondern weil wir einfach sagen, wenn wir an Amerikaner verkaufen, wollen wir natürlich auch das Produkt in Amerika dementsprechend produziert haben. Was natürlich mit der Hummel nicht funktioniert, weil das kann ich gleich vorab sagen. Ja. Die Hummel wird natürlich nach wie vor in Deutschland, muss in Deutschland produziert werden. Völlig klar. Ganz wichtig natürlich in den ganzen Jahren, im Besonderen für unsere Freunde in Amerika, war der Club und natürlich auch die damit verbundene Clubkarte, die jeder Sammler gerne und stolz in der Brieftasche getragen hat. Was wird es denn da an Neuerungen geben?
Also ich war erstmal erstaunt, ja, was für, ich sage jetzt mal vorsichtig, Utensilien hier sich im Laufe der Jahrzehnte, was auch sehr spannend und interessant ist. Wir werden versuchen, ist ja Politiker-Speech, wir werden natürlich die wichtigsten Sachen, sprich die Clubkarte, die Anhänger und so weiter, weiter beibehalten. Auch da kann es mal zu zeitlichen Verzügen kommen. Was wir sicherlich lösen werden, ist, dass wir die Figuren, also die Clubfigur, immer monatsweise verschicken. Da ist unser Ziel ganz klar zu sagen, wir wollen die in 2-3 Monaten abwickeln, damit jeder auch möglichst gleichzeitig die Clubfigur in Händen hält und nicht irgendwie vom anderen sagt, Edge Badge, ich habe die Clubfigur schon und du hast sie nicht. Okay. Wir werden weiters an der Qualität der Clubfigur arbeiten, intensiv. Also hier wird richtig gewerkelt in Rödendahl. Das weiß ich, war ja gestern erst hinten. Ich sage immer hinten, das ist ja quasi von uns aus gesehen, ist das ja so die Richtung. Und das wird ganz wichtig sein, auch da bitte, wir werden die Preise sukzessive etwas erhöhen, wir werden aber auch die Größe und die Qualität der Figur in einem x-fachen Verhältnis verändern. Das heißt also, wenn wir heute die Preise etwas erhöhen, wird die Qualität und der Wert der Hummelfigur exorbitant dazu steigern. Das ist also ganz wichtig, weil für mich der Ansatz natürlich der Club das Entscheidende ist für uns, weil das ist der Kern, das ist das Zentrum. Da müssen die Leute zufrieden sein bei diesem fünften, nenne ich es jetzt mal, Neuanfang. Für uns ist der Handel wichtig. Wir freuen uns für jeden, der Hummelfiguren verkauft. Aber entscheidend ist für uns natürlich der Hummelianer, der sagt, ich halte dir schon seit 10, 20, 30 Jahren die Treue. Auch da nochmal bitte dann immer etwas Verständnis zeigen. Wir haben nur 4, 5 neue Mitarbeiter, die jetzt am Telefon auch sitzen und alles machen müssen. Also da ist wirklich viel zu tun. Also ich glaube, dass wir da auf ein bisschen Zeit natürlich pochen dürfen bei den Amerikanern, die uns das natürlich gerne nachsehen. Der Club ist ein großes Thema. Auf der anderen Seite sind Sie ja nicht nur der Chef und der Stratege, sondern haben sich auch kreativ eingebracht. 15 bis 20 Figuren, Herr Förtsch, das war so mal die Maßgabe, sollen neu entstehen. Darf man da schon was verraten? Wir werden eine Neuerung haben, die grundsätzlich an Tour ist. Das kann ich noch nicht verraten, aber das wird sehr markant sein, dass jede Figur betrifft. Das ist eine spannende Sache. Das war eine Idee, die kam aus der Manufaktur. Wir haben ja da sehr viele lange, jahrzehntelange Mitarbeiterinnen und die fand ich sehr innovativ. Und das wird die Hummelsammler begeistern. Dann natürlich werden neue Figuren kommen. Ich habe gehört, in Amerika liebt man Zäune, also nicht Mauern wie von Trump, sondern die Zäune, ja. Da werden wir natürlich, wird auch dran gearbeitet. Dann natürlich wird es neue Figuren geben. Wir werden auch etwas von der Spur abweichen. Ich habe mir das Portfolio mal angesehen. Man hat sehr viele Figuren gemacht, die schon mal da waren. Wir werden Figuren machen, die noch nicht da waren, von Zeichnern, die noch nicht veröffentlicht wurden. Und wir arbeiten natürlich jetzt schon an der Clubfigur 2019, die natürlich ziemlich gut werden wird. Des Weiteren wird es Figuren geben, auch da, die wurde gestern abgesegnet. Wir werden eine Figur machen, 125 Jahre Karl May, also eine Winnetou-Adaption. Wir werden eine Figur machen zum Levi Strauss, also zum Lewis-Gründer, 900 Jahre Buddenheim. Wir werden ein Oberfranke. Ein Oberfranke, ja, der dann ausgewandert ist. Ja. Also wir werden mit vielen Sachen kommen, so wie wir Luther letztes Jahr sozusagen verpasst haben, werden wir das natürlich im Laufschritt aufholen. Mhm. Es sind viele spannende, schöne, neue Figuren dabei. Wir werden auch in der Qualität zurückkehren zu den 50er, 60er Jahren, also weniger zu den 90ern, wo dann schon sehr viel fabrikationsmäßig gearbeitet wurde. Die Sammler können das sicherlich beurteilen. Also es wird mehr in die Qualität investiert, es wird vielleicht ein bisschen teurer in der Produktion, aber am Ende des Tages natürlich soll es sich auszahlen für alle, dass die Gefühle einfach besser werden. Also Tradition und Wertigkeit bleiben bestehen. Das Wertigkeit ist und Gefühle, ja. Persönlich auch wichtig. Sie haben das Gespräch mit den Schwestern angesprochen. Das heißt, diese Kooperation, Herr Förtsch, bleibt auch in der Zukunft bestehen. Selbstverständlich und ist auch sehr wichtig. Mhm. Ja. Schwester Emanuela und der Herr Schreiber, die waren gestern ja in Rödendahl. Wir haben ein sehr langes Meeting gehabt. Wir haben die Figuren abgenommen, wurden teilweise Figuren abgenommen, manche wurden nicht abgenommen. Mhm. Die müssen dann nochmal in die Modelleurstube und dementsprechend, ich finde es gut, ich finde es wichtig, dass hier verschiedene, ich sag mal, Institutionen auch draufschauen, um zu sagen, die Figur nehme ich ab, die Figur finde ich gut und wir werden natürlich dann in der nächsten Stufe logischerweise, ich denke, das, um es vorsichtig auszudrücken, ab 2019, dass wir mal die wichtigsten Sammler logischerweise dann ins Boot holen. Und natürlich auch die wichtigsten Händler zu sagen, was wollen wir denn für eine Figur haben? Ja. Was stellen wir uns denn vor? Wir haben ja, das ist also ja jetzt. Mitspracherecht erlaubt. Gedanken sammeln. Ja. Wir nehmen den Flow auf. Am Ende muss einer die Entscheidung treffen und muss logischerweise den,
den Kopf aufhaben und die Verantwortung tragen. Aber von der Sache her, wenn gewisse Wünsche und gewisse Gedanken da sind, dann werden die aufgenommen, ja. Nun haben Sie ja, abschließende Frage noch, Herr Förtsch, uns viel erzählt über die aktuelle Lage, auch der Blick in die Zukunft. Können Sie denn unseren Freunden in Amerika sagen, dass die auch weiterhin ganz oben auf ihrer Agenda stehen? Ja, ganz klar. Ja. Ich bleibe dabei, America first. Ja. Ich liebe Amerika. Ich habe natürlich leider keine Zeit, das muss man einfach mir auch verzeihen, jetzt nach Amerika zu reisen und an Clubtreffen oder wie auch immer teilzuhaben, weil wir stecken schon jetzt extrem viel Zeit und Energie in das Thema, auch das ganze Team hier innerhalb der Börsenmedien. Also ganz klares Bekenntnis, sieht man auch an der Figur Levi Strauss beispielsweise, Magazin auf Amerikanisch. Also ich glaube, und wir haben das nach meiner Meinung auch mein Team richtig gut gemacht, steckt richtig Herzblut drin. Wir haben eine Journalistin hinten, wir haben eine Lektorin, wir haben Fotografen, wir haben alles wirklich versuchen und machen auch. Es ist nicht nur der Versuch, sondern entscheidend ist ja auch, dass das Heft da ist, dass das Heft lesbar ist, dass das Heft sehr gut ist, dass es eine hohe Qualität hat. Also das kann ich sagen. Ich bin ja Zeitungsmacher, mit Fug und Recht sehr schönes Magazin geworden, wird auch immer weiter entwickelt und weiter gemacht, dass das vernünftig funktioniert. Ja. Also Hummel, ein guter Weg in eine gute Zukunft. Wir werden alles dafür tun, dass es so wird. Das war der neue Inhaber, meine Damen und Herren, Bernd Förtsch, der neue Chef der Hummel-Manufaktur in Rödental. Wir hoffen natürlich, dass wir Sie bestmöglichst informiert haben mit unserem ersten Gespräch. Ich gehe davon aus, dass noch viele folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wir hoffen natürlich, dass Sie uns im Besonderen in den Staaten gewogen bleiben. Bis bald, Servus, machen Sie es gut.